dem Wort Skills muss ich als erstes an die langen Listen denken, die ich in der Therapie bekommen habe. Natürlich ist es gut, dass da so viele Sachen draufstehen, die man ausprobieren kann und wo man gucken kann, was davon einem hilft und was nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, dann hat mich das vor allem überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, womit ich anfangen soll und was ich überhaupt ausprobieren möchte. Das hat dazu geführt, dass ich mir die Liste zwar angeschaut habe, aber so wirklich was davon ausprobiert habe ich nicht. Ich habe trotzdem weiterhin nur die Skills verwendet, die ich schon vorher kannte. Aber das ist ja auch gar nichts Schlimmes, denn es geht ja nicht darum, möglichst viele Skills zu kennen und anzuwenden, sondern das Wichtigste ist ja, dass man ein paar Skills findet, die einem auch wirklich helfen. Oft wird einem auch geraten, sich einen Notfallkoffer zusammenzustellen. Ich habe dafür diese Box genommen und dort alle Skills reingetan, die mir helfen. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe hier einmal einen Sorgenfresser drin und einen kleinen Winnie-Pooh. Die habe ich beide von einer Freundin geschenkt bekommen. Dann habe ich hier ganz klassisch einen Igelball drin und einen Anti-Stress-Ball als Weltkugel. Ich finde es immer hilfreich, irgendwas in der Hand zu haben und dafür ist auch diese Therapieknete gut. Die Knete benutze ich vor allem, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel in der Uni sitze, weil ich bei den Bällen immer Angst habe, dass mir die irgendwie aus der Hand fallen könnten und das dann auffallen würde. Und bei der finde ich ganz gut, dass man die einfach in der Hand haben kann und die Anspannung dann auch so ein bisschen in die Knete reinkneten kann und aus dem Körper raus. Dann habe ich noch einen Tennisball hier drin, den man gut an die Wand werfen kann und wieder fangen, um die Aufmerksamkeit dann auf den Ball zu lenken und nicht mehr in den Gedanken zu sein. Was ja auch immer hilfreich ist, ist mit dem Sinn, irgendwelche Reize wahrzunehmen. Zum Schmecken bieten sich da vor allem scharfe oder saure Sachen an. Ich habe hier ein Glas mit sauren Weingummis. Und zum Riechen habe ich hier ein Säckchen mit Lavendel, das ja auch beruhigend wirken soll. Und eine Rosenseife, die mich dann auch gleichzeitig an mein Jahr in Bulgarien erinnert. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Teebeutel drin, weil ich es oft auch sehr beruhigend finde, mir einen Tee zu kochen und dann in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken. Dann auch ganz klassisch Gummibänder, die man sich ans Handgelenk machen kann, um die dann so zu flitschen. Finde ich auch immer sehr hilfreich. Und dann habe ich hier noch ein Armband mit einem Mutelefanten und Mutkarten. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Die kann man sich ja auch gut selber machen, indem man einfach schöne Sprüche oder Zitate aufschreibt und zum Beispiel in ein Glas tut. Dann habe ich hier noch einen Umschlag, wo Fotos drin sind mit lieben Menschen drauf und Postkarten, wo liebe Worte draufstehen und die ich mir dann auch gerne nochmal durchlese. Hier habe ich noch einen Brief von einer guten Freundin, die mir 10 Gründe aufgeschrieben hat, warum ich ihre beste Freundin bin. Und das finde ich immer total hilfreich, mir durchzulesen, besonders wenn die Ängste sehr stark sind und ich das Gefühl habe, dass alle Menschen mich doof finden. Und zuletzt habe ich hier noch ein Notizbuch und einen Stift drin, wo ich jeden Abend aufschreibe, was an meinem Tag gut war. Und besonders an sehr negativen Tagen finde ich es sehr hilfreich, hier dann auch nochmal reinzuschauen und mir durchzulesen, was ich in den Tagen davor und auch in den Monaten davor mal aufgeschrieben habe. Das waren die Sachen, die sich immer in meinem Notfallkoffer bzw. in meiner Skillbox befinden. Ich habe die Box meistens hier stehen, damit sie immer griffbereit ist und ich auch
im Alltag daran erinnert werde und rechtzeitig ein Skill anwenden kann. Habt ihr auch einen Notfallkoffer und welche Skills helfen euch besonders gut? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare.